Umgang mit Wirrwarr. Es gibt Menschen, die verbreiten einen Wirrwarr um sich herum. Sie erzählen das eine und dann das nächste, geben die eine Aufgabe und dann die andere Aufgabe, machen mal die Sache, machen sie mal nicht. Alles ist irgendwo verwirrt, ein richtiger Wirrwarr. Wie gehst du damit um? Du könntest zum einen den Wirrwarr als kreatives Chaos begreifen und sehen, toll, es gibt keine genauen Vorgaben, es ist alles im Unklaren, ich kann mir jetzt auswählen, was zu tun ist. So kannst du das positiv sehen. Zweite Möglichkeit ist, du versuchst den Wirrwarr zu entwirren und versuchst eine Entscheidung dort herbeizuführen und das irgendwo zu regeln, Prozeduren zu etablieren und Vereinbarungen zu treffen, diese zu verschriftlichen und dann wird langsam der Wirrwarr sich lösen. Fang im Kleinen an und gehe dann weiter in etwas Größeres. Aber pass auf, dass nachher dir nicht einiges vorgeworfen wird. Im Entwirren eines Wirrwarres ist manchmal Feingefühl angesagt, aber manchmal auch Radikalität.